Bleibt nicht ruhig, die Kiste. Kennt ihr das, wenn das Handy einfach nicht stillsteht? Überall kommen neue Nachrichten rein. WhatsApp, Facebook, Discord, Steam, Teams. So viele Messenger, die man mittlerweile auf dem Handy hat. Und überall ist man ständig erreichbar. Da muss es doch irgendwas geben, was es uns einfacher macht, um mit diesen Messengern klarzukommen. Und da gibt es auch tatsächlich was, was uns alle Messenger, die wir so im Einsatz haben, ob auf Handy oder auf dem Computer, in ein einziges Fenster bringt. Auf dem PC haben wir da ganz gute Möglichkeiten. Mit Franz, Rambox oder Shift können wir alle unsere Messenger in einem Fenster integrieren, den Nutzern darin schreiben, antworten oder auch alle zusammen stumm schalten, wenn wir gerade ein bisschen Ruhe für unsere Produktivität brauchen. Schauen wir uns dafür Franz doch genauer an. Wie wir hier sehen, haben wir WhatsApp, Discord, Messenger und Slack schon integriert. Um weitere Apps einzubinden, können wir unten links auf Dienst hinzufügen gehen und aus einer großen Liste von Anwendungen auswählen. Viele davon sind ja eher nur vom Handy bekannt und können nun auch am PC verwendet werden. Viele Anwendungen sind auch aus dem Arbeitsalltag bekannt und mit Franz können wir nun mehrere Postfächer und Kalender offen haben, ohne uns an- und abmelden zu müssen. Shift geht noch einen Schritt weiter, als nur Messenger einzubinden. So könnt ihr in Shift auch Produktivitäts-Apps einbinden, wie Jira oder Asana. Die Suche in Shift ist sogar so mächtig, dass ihr hierüber Anwendungen wie Google und O365 gleichzeitig durchsuchen könnt. Wenn ihr glaubt, dass diese Tools euch weiterhelfen, ein bisschen Ruhe in euren Messenger-Dschungel reinzubringen, dann probiert sie gerne aus und gebt uns auch Rückmeldung, welches von den dreien euch am besten gefallen hat. Jedes hat ja so seinen eigenen Charme und jeder kommt auch so ein bisschen mit den Oberflächen anders zurecht. Und wie immer, liked, teilt, kommentiert gerne unsere Videos, damit auch wir wissen, dass es euch gefällt. Und dann hören wir uns auch nächsten Monat schon wieder. Bis dann!